In Ihrer Aussage haben Sie behauptet, dass Sie sich nicht wie ein Killer fühlen. Rührend. Aber Sie werden verstehen, dass ich mich nicht mit Gefühlen zufrieden geben kann. Für mich zählen Beweise. Und die sind erdrückend. Emery, die Bilder bitte. Schauen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie den Einschlag am Hinterkopf? Wo ist die Kugel Ihrer Meinung nach hergekommen? Dieses Gebäude dort. Sehen Sie? Es liegt genau in der Schusslinie. Und wen haben wir hier? Nun, muss ich erst einen Spiegel besorgen? Oder wollen Sie endlich die Tat gestehen? Agent Scott, auf Leitung 1. Also, wo ist die Akte? Schlechte Nachrichten, Colonel Amos. Steve Rowlands Militärakte ist aus dem Pentagon verschwunden. Die Jungs dort bestätigen, dass ihr Mann vor 2 Jahren auf einer Mission in Mexiko getötet wurde. Nun, dann haben wir eine kleine Überraschung für seine Witwe. Aber bevor wir ihre Auferstehung bekannt geben, Captain Rowland... Was zum Teufel geht hier vor? Hey! Nicht bewegen. Ich werde dich von den Handschellen befreien. Schön, dich zu sehen, Steve. Schön, dich zu sehen, Uschi. Wie auch immer du bist. Warum genau sind da oben jetzt Einschusslöcher gekommen? Hör zu, Mongoose hat dich entdeckt. Wir treffen uns auf dem Dach. Und lass die FBI-Männer am Leben, okay? Die Frau aus der Bank. Die Frau aus der Bank, ganz genau. Willkommen wieder zurück beim Klassiker Game 13. Wir wurden das letzte Mal vom FBI gefangen genommen, wie unschwer zu erkennen war und ist. Anscheinend, weil wir irgendjemanden erschossen haben. Aber das hatten wir in der Vorschau, also in dem Prolog ja schon mal gesehen gehabt. Und jetzt müssen wir irgendwie aus dem FBI-Gebäude wieder rauskommen. Machst du Witze? Die Frage ist jetzt... Wir haben gerade die Tür hochgejagt, oder? Wie wir das machen. Okay, da sind 3 Leute. Wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Das ging ja einfach. So. So. Wunderbar. Amni-damni. Ja, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie raus. Stopp, 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 stopp. Du kommst auch her. Okay, der eine FBI-Typ ist verschwunden. Hier standen gerade eben noch 2. Hallo Typ. Okay, du warst nicht unbedingt ein FBI-Typ, aber... Auf jeden Fall keinen, den ich auch am Leben lassen möchte. Stimmt, stimmt, stimmt. Oder was auch immer du da tust, wenn du so umkippst. Zack, Game Over. Das ist gut. Das sehe ich zwar nicht so. Mein Gott, sie stürmen das Gebäude. So. Was wollen die? Wer stürmt das Gebäude? Oh, nicht wir. So wie das Ganze aussieht. Hoppala. Die FBI-Typen dürfen wir nämlich, glaube ich, nicht erschießen. Ganz unauffällig. Die sollen wir, glaube ich, verschonen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und trotzdem irgendwie hier rauskommen. Das heißt also immer schön aufpassen, auf wen wir hier schießen. Ich will gerade erstmal kurz nach Möglichkeit... super, in die Einstellung komme ich hier nicht. Ich würde nämlich gerade gerne mal die Musik im Hintergrund leiser stellen. Optionen, Grafik, Sound. Ich glaube, das ist nur die Gesamtlautstärke und nicht die Musik. Lass uns das mal testen. Fortsetzen, spielen. Noch im Ernst jetzt? Scheint so, als wäre das die Gesamtlautstärke hier. Machst du Witze? Alarm! Nein, kein Alarm. Come on. Lass mich am Leben. Komm her. Ich steh nicht. So, dich nehmen wir mit. Okay, hier ist keiner mehr drin. Hier war aber doch einer drin, oder? Jetzt bin ich hier natürlich falsch rausgegangen. Ach nee, hier war einer drin, glaube ich. Oh, hallo Serverraum.
Gesundheit. Na, gut zu wissen. Da kommen wir nicht durch, dann steht hier aber erstmal. Ja, ja, nicht schießen. Das kennen wir mittlerweile. Hier. Du Sacknase. Mein Gott, sie stürmen das Gebäude. Was wollen die? Können das aus der Munition. So, die überlassen wir mal sich selbst. Sollen sie sich gegenseitig abknallen, hab ich nichts mit der Hut. Ich will einfach nur raus. Nein, wir sollten die Position halten. Es sind so kleine Features, die man hat in diesem Spiel einfach. Dieser Aufbau nach Comic Art. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. So, Munition aufsammeln und Pistole. Sehr schön. So. Da scheint einer gestorben zu sein. Hallo Typ, komm her. Ah, ich weiß, ich könnte dich auch erschießen. Aber ich glaube, auf die Weise ging es jetzt schneller. So, wir scheinen auf jeden Fall... Wow. Zack. Pum, peng und ey. War doch noch einer? Ach, du bist ein FBI-Mann. Dich erschießen wir nicht. Dich hauen wir noch kaputt. Ah, hier scheinen mehrere davon zu sein. Aschenbecher brauchen wir nicht. So, ey. Das ist immer wieder erstaunlich, wie viele Schüsse die aushalten. Aber gut, wenn die genauso wenig Gesundheit pro Schuss verlieren wie ich, dann müsste ich genau zwei, was ich sehr erstaunlich finde, wundert es mich irgendwie doch nicht, dass die so lange stehen bleiben, dass sie stehen müssen. Ich sage auch mal einen Kopfschuss. So, Kopfschüsse wenigstens nur zwei ausgehalten. Ist ein Schnitt, mit dem ich leben kann. So, wir gehen die Treppe. Früher habe ich das nämlich... Ah, okay. Man muss da wohl runter. Treppe habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Ich wollte gerade sagen, früher bin ich nämlich immer gekonnt hier lang gegangen. Und hier passiert nämlich jetzt Folgendes. Ja, Schuss in die Beine wird vermutlich nicht viel schaden. Aber es ist gut zu wissen, dass wir da hinten eine Schrotflinte herkriegen. Schrotflinten sind immer gut zu gebrauchen. Hey. Stirb. Sackratte. Ich weiß gerade gar nicht, um ehrlich zu sein, ob ich hier am Anfang den Schwierigkeitsgrad eingestellt habe. Alarm! Hey. So. Weil ich, ehrlich zu sein, finde ich es gerade hier ziemlich easy. Aber, na gut. Also für alle, die es ein bisschen schwieriger haben wollen, müssen wir nach einem, nach einer Einstellung für den Schwierigkeitsgrad Ausschau halten. Level abgeschlossen. Machen wir hier Feierabend? Wir machen hier Feierabend. Ich sage einmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind anscheinend heil rausgekommen. Jetzt müssen wir hier Major Jones folgen. Ist die Uschi, die uns gerade eben freigeschossen hat. Aber das gucken wir uns alles im nächsten Video an. Ich sage nur einmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!